Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Runde Geschwätzblitz. Ja, wir sind Melanie und Nikolas und wir machen hier so ein bisschen eine Special-Ausgabe heute. Wir werden versuchen, euch gemeinsam durch eine Blitzpartie zu führen. Und ja, alle Gedanken werden dann zusammen aufs Brett geschmissen. Ja, wenn du nicht wieder so viel laberst. Aber ich habe gerade von der Regie Erlaubnis bekommen, ich darf dann auch schlagen und Gewalt anwenden. Das heißt, ich hoffe, ich kann mich heute ein bisschen mehr durchsetzen. Wollen wir es nicht hoffen? Gehen wir mal schnell in die Playzone. Und Unsere Aggression dort lieber auslassen, ne? ja, Nicht nicht an uns. Natürlich aneinander. nicht an uns. Machen wir mal 5 Minuten, das ist, glaube ich, eine gute Zeit. So, wer traut Und sich da? Spanische Namen kann ich immer nicht aussprechen, deswegen lasse ich das lieber ich gleich noch mal. weniger. So, wir sind schwarz diesmal. Was machen wir denn? David Corojanutrilla. 1846 spielt wohl nur Blitz. Der Rest ist noch beim Standard. Cool, schauen wir mal, Ja. was er gerne Komm, so schreiben wir ihn noch mal ein bisschen an. Hi. Warum hast du immer das Bedürfnis, mit allen Leuten zu reden? Und du weißt, dass du unter meinem Namen schreibst, ne? Also pass Okay, auf, ich gebe die weißt du Tastatur da. weiter. Ich will aber jetzt gar nicht, ich will hier Schach spielen. Ja, Ich ich will doch Schach auch. spielen. Aber der will uns gar nicht Schach spielen lassen, irgendwie fängt der noch gar nicht an, ne? Gut, dann können wir uns ja schon mal beraten hier. Auf erstens D4, was machen wir da? Springer F6, oder? Und dann Königsindisch oder was? Oder Benoni? Das ist hier die Frage. Du darfst entscheiden. Okay. So, auf Und er E4? E4, C5. Ja. Spielen wir nicht sogar das gleiche, Ja. klassisch? Ja. Können Da wir wird machen. dann die Wahl dann schon mal ein bisschen schwieriger. So, jetzt sind wir jetzt natürlich schon top vorbereitet. Auf. Aber. Wir können ja auch sagen, was machen wir auf C4? Auf Springer F6? Das Ach ist ja, ist ja das einfacher. Gleiche, Ich wenn man spiele auf Königsende Springer spielt. F6, Springer F3, D4, C4, immer das Verrat nicht zu gleiche. viel hier. Ja, die können uns ja noch nicht hören. Erst wenn sie dann hier unsere tolle Special Edition auch angucken. Aber irgendwie wird das Ja, jetzt hier eh aber ist nichts ja kein mehr. Problem. In der Playzone sollten noch ein paar Leute sein, die auch vielleicht mit uns spielen wollen. So, Oh mein ja, Gott, ja, jetzt haben wir ja einen Wahnsinnsgegner hier erwischt. Fast 2500, ja, lass uns mal Mühe geben. E4 oder? ja. E. Jetzt ist unsere ganze Vorbereitung schon wieder für die Katze. Hier, Läuferspiel nochmal. Das hat Nicht gerade schon. Königsgambit? Wollen wir es mal probieren? Wir probieren Na das mal, gut, oder? da vertraue ich Läuferspiel dir. gewinnt immer, das ist Das haben wir langweilig. gerade schon gezeigt. Jetzt guck mal hier, wie das mit Okay. Königsgambit Ja, die aussieht. Theorie noch Jetzt kann ein. ich leider nicht so viel. Also, es ist eine sehr aggressive Variante für Weiß. Man Ja. opfert einen Bauern, wie ja der Name auch schon sagt, ne? Gambit. Und dafür versucht man mit den Figuren viel Gegenspiel zu erhalten und den schwarzen König matt zu setzen. So, Nico hat da auch eine Ja. ganz tolle Serie zugemacht, die ihr euch auch bei Chess24 ansehen könnt. Das hast du ziemlich gut erklärt. Ja, darum geht's im Prinzip. Warum bist du da so erstaunt? Nee, bin ich nicht erstaunt, aber du hast gesagt, oh, ich kenne das ja gar nicht. Ja, sie kennen es nämlich doch, zumindest ein bisschen, ausreichend. Ja, diese Stellung ist eine, wo man den F4 nicht zurückbekommt. Ja, aber dafür ist ja Schwarz überhaupt noch nicht entwickelt. Hier, wir haben schon rochiert, Springer, Läufer raus und Schwarz steht da so rum mit geschwächten schwarzen Feldern am Königsflügel. Genau. Vielleicht kannst du auch noch mit ihm chatten. Das ist dann Ein noch ein bisschen noch bisschen geistig. Ablenkung? Ja. Nein, nein, Aber der nein. Gegner, ich weiß nicht, ob sie es das gesehen hat, wahnsinnig stark aus. Nee, das ist jetzt Ah, irgendwie wird das noch nicht richtig angezeigt. irgendwie. Aber fast 2500, das ist natürlich. Ja, wenn man dagegen Wow. meine 1900 betrachtet, ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. So, wie geht das denn hier nochmal weiter? Aber der wirkt auch fast so, als ob er das kennt, oder? Ist das noch ein normaler Aufbau für Schwarz? Ja, doch, Ja. durchaus. Okay. Er spielt Kann das man auch mit ganz. H4, nee, H4, weiß ich nicht, sieht ein bisschen. Könnten wir jetzt vielleicht Es war versuchen? nur so eine Vermutung. Ich dachte, wenn man Nö, ist ja aber die auch völlig im Bauernstruktur Stil da des anguckt. Königsgambits. Na, das ist jetzt natürlich außergewöhnlich, dass er den Springer dorthin bewegt. Vor allen Dingen den, ne? Und nicht den anderen. Wir gehen jetzt einfach mal in dem anderen Plan weiter, den man sonst auch bespielt. Mal ein bisschen hier, mal ein bisschen da. Ja, also Dame A4 hat die Idee, Ja, D5 dann. zu drohen. Jetzt ist er natürlich einfach wegrochiert. Genialer Plan. Ja. Steht unsere Dame da auch echt super. Vielleicht können wir die Vielleicht über die kann. fünfte Reihe wieder rüberbringen. Und da kann er den dann überhaupt vernünftig decken, den G5. Wenn wir den jetzt einfach irgendwie ganz unauffällig angreifen, Ganz weiß unauffällig mit Dame B5. Er denkt natürlich, wir wollen B7 angreifen. ich nicht. Und seine Ja. Entwicklung lähmen. Oh ja, Also. mein Läufer H6. Na gut, was anderes war ja auch nicht so wirklich. Was kann man jetzt? G3 ist wahrscheinlich nicht so, oder? Vielleicht ein bisschen viel, ne?
Aber irgendwie. Aber wir müssen auch aufpassen, weil im nächsten kann er dann unsere Dame ja auch schon wieder vertreiben. Und das ist ziemlich unangenehm, da sagst du was. Ja, müssen wir mal wieder zurück vielleicht, oder? Auch nicht Dann so war das schlimm. nicht so der geniale Plan. Dann war das nicht der geniale Plan, ja, Was hast. ist, oh, ich würde ja so gern Läufer schlägt F4 machen, aber ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn, ne? Und dann Dame Ja, H5. aber ich glaube, da ist gar nichts. Dann macht er einfach König G7 und unsere Figuren sind ja leider auch noch nicht so. Aber schöne Idee. Okay, Was war das jetzt hier? wir müssen die Dame Ach ja, zurückkriegen. dann um nach E2 gehen zu können zum Beispiel. So, Springer, wo gehen wir hin? H2? Oder besser nicht? Oder, oh, das ist jetzt gewagt, Läufer C6 und dann Dame H5. Und dann könnten wir Springer H4 spielen. Kriege ich dein Okay? Okay. Was ist denn, wenn er auf F3? Das stört uns nicht, wenn er da rausnimmt. Ähm, Gut. So, Dame. Also mit Dame F6 können wir trotzdem Springer H4 machen. genau, dann hätte Okay. ich gedacht, dass wir. Oder in dem Fall Springer H2, weil wir dann ja G4 doppelt angreifen. Warte mal ganz kurz. Nochmal. Also Kandidatenzüge sind jetzt halt Springer H2 und Springer H4. Okay, und unsere Zeit ist schon wieder ein bisschen. Gut, machen Ist okay, oder? wir. Ja, Wir wir greifen den greifen. G4 ja ziemlich gut an. Und, Aber was ist. Ja, ah, wollte ich Dame gerade G6, sagen. ja. Ja, genau. Gut, dann kriegen wir. Wir müssen rausnehmen. Aber Okay. dann ist irgendwie Der blöd. Bauer ist stark, ne? Können wir nicht lieber weggehen? Macht irgendwie auch keinen Ja, doch, Spaß. wieso Aber gehen was wir? mit Läufer G5 dann? Oh, da sagst du was. Für G5 ist natürlich stark. Damit D5 wollen wir auch nicht machen. Ja, haben wir Aber jetzt. rausnehmen, dann stehen wir auch mega schlecht. Dann stehen Ah, wir dann wo? kommen wir. Ne, G3. Ne, bringt auch. Doch, obwohl Ja, dann vielleicht. kommt G5. Okay, zieh mal. Ja, irgendwie. Das hilft ja nichts, Von ne? der Eröffnung her, wir haben jetzt einfach Ein einen bisschen den Bauern Faden weniger. verloren, ja. Naja. Vielleicht war Dame B5 doch nicht so die geniale Idee. Aber gut, noch ist nichts verloren. Das denke ich doch Außer, dass auch. wir viel weniger Zeit haben. Das ist natürlich echt ungünstig. Dann. Ja, irgendwie muss es jetzt hier vorangehen. Ja, Springer vielleicht über C2 oder C4 irgendwie mal ein bisschen. C4 oder C2? C2 Das würde fand ich ich eigentlich, gerne ja, das war eine gute Idee von dir. Gerade mit Springer D4. Ja, oder nicht? Ja, das war ja dein Plan mit Springer A3. Danach geht's ja nicht so, gibt's ja nicht so viele Alternativen. Aber danke. Ich wollte Springer B5 machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Hä? Ach so. Ja, so ein bisschen stumpf das Ganze angehen. Okay, wollen wir trotzdem Springer D4 machen? Oder? Ach so, ja. Geht das überhaupt? Weiß ich nicht. Dann Dann hängt G4 dann. können wir aber auf diese. Wir müssen jetzt natürlich auch mal irgendwie was taktisch Wundervolles raushauen. Mach mal lieber was zeitlich Wundervolles, sonst verlieren wir nämlich hier auf Zeit. Okay. So. Oh ja, die Diagonale können wir vielleicht ausnutzen. Irgendwie so ein bisschen. Dann gepaart mit einem Springer, der leider nirgendwo reinkommt, aber vielleicht können wir Wir E5 dann müssen, mal ja machen. genau, wir müssen Turm noch so. D1. Okay, Springer H. Genau. Hilft ja nichts. So, dann im nächsten irgendwann E5 Ja, oder Läufer Turm G5 D1. war schon fast abzusehen, dass der kommt. Das ist jetzt nicht so Gut bombenmäßig gelaufen, schön. ja. Und vor allen Dingen unser Springer auf C2 jetzt, wenn der Läufer auf F5 schlägt. Ja. Doof. Oh mein Gott. Ja, gut, der hat seine Zahl nicht geschenkt bekommen. Der macht leider ganz schön, macht schon gute Züge Das hier. stimmt. Ich jammer ja noch so ein bisschen unserer Sterne von vorhin hinterher. Die fand ich eigentlich nicht so schlecht, aber gut inzwischen. Welche denn? So ganz am Anfang mal. Uiuiui, ui, ui, jetzt, das wird nicht auf der H-Linie matt werden. Aber. Gut, fein. Der ist natürlich leider ziemlich gut. Ja. Ja, das können wir aufgeben, oder? Glaube auch. Ja, komm. Okay, wir wollten euch natürlich nur zeigen, wie es mit dem Königsgambit jetzt nicht geht. Und damit ihr wisst, wie es besser gehen wird, guckt ihr euch einfach die Videoserien vom Nico an. Da wird das dann nämlich ein bisschen beispielhafter Ja, noch dargestellt. man sieht es im Königsgambit, man muss vorsichtig sein, dass man es nicht abreißen lässt. Man hat ja diesen Angriffsflow und muss auch drin bleiben. Ein bisschen nachlässig gespielt und dann hat man den Bauern weniger.
Mich würde ja mal interessieren, wir haben ja hier bei Chess24 auch immer diese besten Listen, wo unser Gegner da, ich weiß ehrlich gesagt nicht so, wie das oben aussieht, aber ich glaube, mit 2-4 ist man schon ganz gut dabei, ne? Also mit 2-4-80 könnte er in den Top 20 sein, ja. Ja. Denke ich doch. Also da könnt ihr auf jeden Fall dann auch mal schauen und ganz gucken, knapp. Ob ihr euch selber auch irgendwo findet. Ich finde mich wahrscheinlich eher bei den Top 10 von unten. Platz oder so. 23. Also. Ja, nee, na gut, da brauchen wir uns dann nicht so zu schämen. Ne? Nein, das ist ein absolut guter Spieler. Super guter Spieler. Also schaut doch mal rein und vielleicht kommt ihr ja auch irgendwann mal auf 2-4 oder seid schon da. Ne? Ich werde auch noch hart an mir arbeiten. Ja, bis zum nächsten Mal.